Über kaum einen Tag gibt es so viele Verschwörungstheorien. Der 22. November 1963. US-Präsident Kennedy ist zu Besuch in Dallas. Am Mittag fallen die tödlichen Schüsse. Der vermeintliche Mörder Lee Harvey Oswald könnte Komplizen gehabt haben. Das ist nicht nur eine Verschwörungstheorie, sondern auch das Ergebnis eines offiziellen Untersuchungsberichts des Repräsentantenhauses von 1979, der nun in Frage gestellt wird. Damals hatte man eine Aufnahme des Polizeifunks analysiert, auf der 4 Schüsse in wenigen Sekunden zu hören sein sollen. So schnell konnte Oswald mit seinem Gewehr rein technisch nicht feuern. Es muss also einen zweiten Schützen gegeben haben, so der Schluss der Ermittler. Doch eine neue tontechnische Untersuchung, die der Politikwissenschaftler Larry Sabato in Auftrag gegeben hat, widerlegt diese Annahme. We find no evidence at all. Wir haben keinen Beleg gefunden, dass tatsächlich Schüsse zu hören sind. Die Aufnahmen können also weder beweisen, dass Oswald alleine war, noch dass es mehrere Schützen gab. Auf diesem sogenannten Dicta-Belt wurde der Funkverkehr der Dallas Police aufgenommen. Toningenieure haben die verrauschten Aufnahmen nun am Computer bereinigt. Forscher Sabato präsentiert ein akustisches Protokoll der Kennedy-Ermordung. Bislang waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der Motorradpolizist, dessen Mikrofon die vermeintlichen Schüsse aufnahm, in der JFK-Kolonne fuhr. Der damalige Polizist Jim Bowles aber bezweifelt, dass es sich um Schüsse handelt. Er hat den Funkverkehr am Tag der Ermordung aufgezeichnet. Our radio was very modest, simple, everyday police radio. Unser Polizeifunk lief über ein ganz einfaches und bescheidenes Gerät, das Audio, also Ton, aufgenommen hat und sicherlich nicht diese Ultraschallausschläge, die hier falsch interpretiert wurden. Hätte man Schüsse über ein Polizeimikrofon aufgenommen, hätte das genauso geklungen wie durch ein Telefon. Pow, 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 not. Der Polizist mit dem Mikrofon soll zur Tatzeit wesentlich schneller gefahren sein als Kennedys Wagen. Das ergeben nun die neuen Tonanalysen. Unsere Studie beweist endgültig, dass der Polizist, von dem die fragliche Aufnahme stammt, nicht in der Präsidentenkolonne mitgefahren ist, als die Schüsse fielen. Der Untersuchungsbericht des Repräsentantenhauses ist also falsch. Der Beweis für einen vierten Schuss wäre damit widerlegt. Doch es bleiben unzählige Verschwörungstheorien. Der Fall Kennedy ist auch gut 50 Jahre nach der Ermordung des Präsidenten nicht vollständig aufgeklärt.